Hey ho, meine Lieben. Heute, tja, geht's weiter mit meinen Topfrezepten hier, mit den Eintöpfen. Und zwar aus letztens schon genannten Gründen mache ich es heute auch wieder in der Küche. Zumal ich alleine komplett keinen Bock habe, rauszugehen. Also mache ich es einfach hier in der Küche. Und nein, das haben wir gehabt. Wir machen heute einen katalonischen Eintopf. Ja, was das ist, aus was der besteht, was wir alles an Zutaten haben da drüben. Und Leute, heute leichte massive Änderungen, damit es nicht wieder so fleischlos ist. Attacke! Die kleine... Bleibst du jetzt da oben? Die kleine, aber feine Übersicht. Tja, Freunde, ich sag euch jetzt, was wir alles haben, was im Originalrezept an Menge angegeben wird und ja, wie viel ich habe. Also, wir fangen erst einmal an mit Schweinefilet. Angegeben ist hier 500 Gramm. Mir viel zu wenig. Wir haben hier jetzt knapp ein Kilo. Dann 500 Gramm Tomaten. Die Schale waren 500 Gramm. Ich habe hier noch die drei Tomaten vom letzten Mal übrig. Kommen auch mit rein. Dann stand dran 500 Gramm Kartoffeln. Gut, das waren um die 650. Ich habe nämlich tatsächlich abgewogen. Ja, dann 500 Gramm Möhren haben sie gesagt. Ja, das sind auch knapp 700 Gramm Möhren. Dann steht drin zwei Knoblauchzehen. Ich habe hier ein paar mehr. Einfach so, was der Kühlschrank noch hergegeben hat. Zwei Zwiebeln. Naja, ich habe ein paar kleinere. Deswegen habe ich vier Zwiebelchen. Dann brauchen wir ein Öl, Salz, Pfeffer. Und hier habe ich dieses Mal knapp, oh, gerade so einen halben Liter angerührt. Statt einen Liter, wie es vorgeschrieben ist. Tja, ich bin auch lernfähig. Dann haben sie geschrieben, drei Lorbeerblätter. Da habe ich einfach ein paar raus. Tja, und zu guter Letzt schreiben sie 100 Gramm Chorizo oder ersatzweise Cabanossi. Ich habe hier eine kleine Chorizo gekauft. Ja, und 250 Gramm. Okay. Leute, ich habe ja heute ein bisschen Zeit. Deswegen werde ich jetzt ganz gemütlich das Filet klein schnibbeln und das erst einmal schön anbrutzeln. Und das machen wir jetzt. Und danach, ja, kann ich immer noch die restlichen Sachen ganz gemütlich schälen. Und wie gesagt, ganz gemütlich, ohne Stress und Hektik. Tue ich das halt alles, ja, schön gemütlich machen. Erst einmal ordentlich das Fleisch anbraten und ja, nebenbei in der Zwischenzeit ganz gemütlich Gemüse schälen. Ja, Freunde, ich würde mal sagen, das reicht soweit von den Röstaromen. Die Schüssel da hinten habe ich in der Zwischenzeit auch schon wieder gespült. Ja, ich bin fleißig. So. Und einen kleinen Augenblick brauche ich noch mit dem Gemüse. Und dann geht's gleich weiter. Weiter geht's, während ich da drüben noch die Zwiebeln fertig schäle und schneide. Den Knoblauch durch die Presse dann durchjagt, kann ich hier schon mal die Möhren und die Kartoffeln reinwuchten und die schon mal schön anschmoren. Wenn die angeschmort sind, kommen dann die Zwiebeln und der Knoblauch hinzu und danach dann die Tomaten. So machen wir das jetzt. So, dann wuchten wir hier gleich mal die Zwiebeln mit rein.
Und den Knoblauch pressen wir direkt hier rein. Tja, dann würde ich sagen, Leute, boah, riecht es schon mal sehr gut nach Knoblauch. Hauptsache die Arbeitskollegen haben morgen was davon. Dann tue ich jetzt noch schnell die Tomaten soweit vorbereiten. Und in der Zwischenzeit kann man hier noch ein klein bisschen ablöschen gleich. Damit es unten nicht mehr so extrem ansetzt. Jawohl. Und ein bisschen weiter schmurgeln lassen. Das sieht soweit gut aus, würde ich mal behaupten. Dann können wir unsere Tomaten mit reinschmeißen. Jetzt noch 2-3 Minuten so stehen lassen. Und dann tun wir Fleisch rein, mit das Brühe aufgießen. Ja, und die Lorbeerblättern dazu. Etwas Salz und Pfeffer können wir jetzt schon drüber streuen. Schwarz genug. So. Sollte ausreichen. Ja, komm. Fleisch ist ja auch nicht gewürzt. So. Ganz kurz noch so köcheln lassen und dann kommt der Rest rein. Na, dann wollen wir mal. Und auch gleich das Fleisch mit rein. So, dann kann ich nämlich fertig spülen. Und die Lorbeerblätter und die Chorizo, die wird dann auch noch klein geschnitten und kommt dann erst 5 Minuten, bevor man ja essen tut, rein. Und ja, steht so im Rezept, machen wir so. Das lassen wir jetzt gut so sein mit der Flüssigkeit. Das ist wirklich wieder zu viel. Tja, Leute. Und wenn ich da jetzt gerade so auf die Uhr gucke, dann habe ich eigentlich gar nicht viel zu früh angefangen. Dann habe ich eigentlich ganz genau richtig angefangen. Tja, schau mal, ob ich fertig bin, bis Schatz von der Arbeit heimkommt. 9:09, ja. Jetzt haben wir es 20 Uhr und 22. Naja, hilft nichts. Lassen wir es jetzt erst einmal schön vor sich hin brodeln. Und später dann die Chorizo noch mit rein. Und dann hoffen wir, dass es schmeckt. Da drüben geht es nachher weiter. So, Freunde. Ausreichend Zeit ist vergangen, könnte man so sagen. Schauen wir mal, ob alles weich ist. Heiß ist es auf alle Fälle. Ich will noch die Brühe probieren. Leute, ich sag's euch, die Zusammenstellung schmeckt wirklich sehr, sehr lecker. Dann tun wir jetzt noch die Chorizo rein. Und in 5 bis 10 Minuten soll dann mein Schatz ja auch da sein. Und dann können wir direkt essen. Tja, manchmal ist es doch sinnvoll, früher anzufangen, dass man genau rechtzeitig fertig ist. Jam. Ja, Leute, ich würde mal sagen, das Essen ist fertig. Ja. Schatz, guck mal,
Ich glaube, dieses Mal ist genügend Fleisch drin. Schau. Mit Kartoffel? Ja, mit Kartoffel. Cool. So. So, dann hast du hier gleich deinen Teller. Ich schöpfe mir selber. Du schöpfst. Oh Mann, schwere Ausdrucksweise. Ja, Leute, dann gibt's jetzt ein Probiererle. Ja, von meinem Teller. Schatz darf sich selber nehmen. Tja, dann wollen wir mal unseren katalonischen Eintopf probieren. Salz und Pfeffer stehen am Tisch. Wenn man noch will, kann man noch nachwürzen. Aber ich kann es euch sagen, geschmacklich die Zusammenstellung hervorragend. Ich esse jetzt erst einmal, nachher hören wir uns an und sehen wir uns nochmal zum Fazit. Schon probiert, mein Schatz? Nein, zu heiß. Zu heiß? Ist nun mal so. Boah, Leute! Ich bin dermaßen was von voll gefuttert. Ey, wow. Also die Zusammenstellung wirklich hervorragend. Von den Mengen, so wie ich es gemacht habe, ja, haben wir glaube ich jetzt 2-3 Tage zum Essen. Eine leichte Schärfe ist drin. Ich weiß es jetzt nicht, ob mir da der Pfeffer ausgekommen ist oder ob das vielleicht der Knoblauch war, wo ein bisschen schärfer war. Also die Chorizo habe ich vorher ja. Chorizo war es. Chorizo, ja. Chorizo. Die habe ich vorher ja probiert gehabt. Die war irgendwie gar nicht scharf. Aber eine leichte, angenehme Schärfe ist auf alle Fälle drin. Ja. Eine wirklich richtig leckere, runde Sache. Schatz, was meinst du dazu? War sehr lecker. War sehr lecker. Irgendwie speziell, besonders. Ist dir was aufgefallen? Nein, alles gut. Alles gut? Nicht zu viel Flüssigkeit? Habe ich nämlich extra aufgepasst dieses Mal. Ja, möchtest du uns vielleicht sonst noch irgendetwas mitteilen? Nein. Nein? Alles gut, das nächste Video machen wir wieder zusammen? Nein. Warum nicht? Ich möchte nicht darüber reden. Sie möchte nicht darüber reden, aber ich möchte darüber reden. Leute, es geht nicht, dass man mir mein Schatz hier in Kommentaren als Hausdrachen bezeichnet. Ich habe es jetzt endlich so weit gehabt, dass sie mit mir ein bisschen Videos gemacht hat. Tja, und dann kommen solche Kommentare. Mädels sind da empfindlich. Denkt's dran. Wenn sie wieder mal was macht mit mir zusammen, bitte, 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 keine solchen hässlichen Kommentare. Lästert über mich ab, aber nicht über meinen Schatz. Punkt. Ja, okay. Also, wie gesagt, macht das Essen nach, probiert es aus. Eine leckere, runde Sache. Ja. Das war's dann mit diesem Video. Leute, wir sehen uns das nächste Mal. Ein Daumen nach oben würde mich freuen. Vielleicht noch ein paar Abos. Und ja, hasta la vista. Bis zum nächsten Mal. Tschaikowski.